Robert Payer und seine Original-Burgenlandkapelle sind ein Begriff für alle Liebhaber der deutschen volkstümlichen Musik. Der 87-jährige Musiker stammt aus Agendorf bei Ödenburg, wanderte aber 1956 bereits aus Ungarn nach Deutschland aus. In Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg, wo er lebt, gründete er 1960 ein Blasorchester, deren Mitglieder meist, wie er selbst, aus dem Burgenland kamen. Daher benannte er das Orchester Original Burgenlandkapelle. Als Robert Payer und seine Burgenländer vor 12 Jahren in Ödenburg ein Konzert gegeben haben, führte ich mit dem Kapellmeister ein Interview. Die Harras der Dorfmusik spielt das Stück »Wenn der Wein blüht«. Die in breiten Kreisen wohlbekannte Melodie lässt die Herzen der Liebhaber der Blasmusik höher schlagen. Im deutschsprachigen Raum und auch in Ungarn kennen aber alle Freunde der deutschen volkstümlichen Musik und der traditionellen Blasmusik Robert Payer und seine Original-Burgenlandkapelle. Sie haben diesen Titel weltberühmt gemacht. Das von Robert Payer selbst gegründete Ensemble gibt es seit 1960, also ist es 2020 60 Jahre alt geworden. Sein Name ist auch ein Hinweis auf die Herkunft des Kapellmeisters. Er stammt aus dem ehemaligen deutsch-westungarischen Gebiet, aus Agendorf bei Ödenburg. Robert Payer ist eine Legende in Blasmusikkreisen. Zum 60. Jahrestag der Gründung seiner Kapelle veröffentlichte der Freundeskreis Donauschwäbische Blasmusik wieder etliche Titel aus den ersten Jahren der musikalischen Tätigkeit der Original-Burgenlandkapelle, welche von vielen Dorfkapellen früher in der alten Heimat gespielt wurden. Robert Payer gastierte 2008 in Ödenburg und gab auch unser Bildschirm ein Interview. Vergessen Sie nicht, ich bin vor 52 Jahren ausgewandert, also 56, ja. Und ich merke das interessanterweise, umso öfter ich herkomme, umso mehr begreife ich, dass meine Wurzeln hier sind. Und da schäme ich mich drum. Im Gegenteil, bin ich stolz, dass ich ein Agendorfer bin. Sind Sie ein gebürtiger Agendorfer? Natürlich. Sind Sie dort aufgewachsen? Ja, ich bin 33 geboren und habe die Volksschule besucht, habe in der Waschjahr gearbeitet, in der Waschsenagor gespielt und war von 53 bis 55 beim Militär. Also Militärsenagor, da wurde ich im Bab und Westbeben. Also ich habe schon noch bis 23, habe ich schon, also 23 Lebensjahr, habe ich natürlich Agendorf noch erlebt, selbstverständlich. Sie sind Diplom-Dirigent in Sachen Volksmusik, so ist korrekt. Volksmusik, so ja. Ist korrekt. Sie komponieren aber auch, ja? Ja, schon. Über 200 Sachen komponiert und getextet und vieles. Ja, ja, Sie leben in Deutschland, wie Sie sagen, Sie sind aber Burgenland treu geblieben. Sie sind, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Ihre Kapelle original Burgenland-Kapelle heißt, dann muss ich sagen, Sie sind dieser Musik, dieser Volksmusik, woher Sie stammen, ein Leben lang treu geblieben und haben das weltberühmt gemacht mit der Kapelle. Nicht? Ja, das war der Ausgangspunkt meiner Arbeit. Wir wollten eigentlich nur... 1960, ab 60 gab es schon diesen Namen. Wir wollten nur die Musik unserer Heimat machen. Dass ich mal so bekannt werde, das war gar nicht meine Absicht. Wir wollten diese Musik pflegen mit anderen, Agendorfer, Wandorfer und Schoblinger, wie sie hier schon seit Jahrzehnten gemacht wird. Mein inneres Element stammt von hier. Und das drückt sich auch in der Musik genauso aus. Und wenn Sie komponieren, dann ist die Basis auch dieses Volksmusikalische, oder? Grundsätzlich, ja. Wie ist jetzt die Zusammensetzung der Kapelle? Ich nehme an, dass die jetzigen Mitglieder nicht mehr Agendorfer, Ödenburger natürlich und so weiter nicht, sind. Ja.
Also ich bin hier bis jetzt noch der erste Taler, noch der einzige von der ersten Stunde. Aber muss ich sagen, es sind ja welche dabei, die sind, also fast alle sind in Deutschland geboren. Ja, einige sind dabei, die ihren Eltern aus Ungarn stammen und einige wenige, die echte Schwaben sind. Und am Anfang waren wir ja 70% aus Günst, der Vater und beiden Söhne, also, und zwei waren aus der Patschka, zwei aus Wandorf, zwei Agendorfer. Mittlerweile bin ich halt der einzige noch von der ersten Stunde. '82 wurde ihm das Verdienstkreuz des Landes Burgenland, 1985 der Donauschwäbische Kulturpreis des Landes Baden-Württemberg verliehen. 2011, vor 10 Jahren also, hat Robert Peyer den Taktstock aus gesundheitlichen Gründen offiziell übergeben. Aus diesem Anlass wurde der Name der Kapelle zu Robert Peyers Original-Burgenland-Kapelle unter Leitung von Richard Beißer umgeändert. Thank you.